CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren Zuhörer und Gäste heute im Deutschen Bundestag. Ja, wir beraten heute das sogenannte Angehörigenentlastungsgesetz, ein Gesetz für die Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe. Es wurde schon angesprochen, dass die Thematik der Pflege in der heutigen Zeit einen sehr großen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Wir sind schon mit Gesetzen, die wir gestern beraten haben, dabei, die Rahmenbedingungen im Rahmen der Pflege zu verbessern. Aber ganz besonders und wichtig ist natürlich auch diese finanzielle Situation der Angehörigen im pflegenden Bereich, wenn es dann um die Frage geht, sich an den Kosten zu beteiligen. Und diese Kosten sind heutzutage nicht unerheblich. Daher sind die Ängste und Sorgen auch der Angehörigen sehr groß. Was geschieht, wenn sie im Rahmen von pflegebedürftigen Angehörigen finanziell in Anspruch genommen werden? Und es ist eine zutiefst wichtige gesellschaftliche Aufgabe, hier vom Gesetzgeber aus entsprechende Unterstützung zu leisten und dass die Gesellschaft im Rahmen der Pflege Unterstützung leistet. Und das sind wir den Angehörigen auch schuldig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Daher werden wir, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, die Angehörigen von Unterhaltspflichten entlasten bzw. bei der Heranziehung von Unterhaltszahlungen entlasten, die ein Jahresbruttoeinkommen von bis zu 100.000 Euro haben. Und damit haben wir auch einen sehr großen Bereich der Menschen erreicht, die hier gegebenenfalls auch in Anspruch genommen werden können. Es ist eine Verbesserung, die sowohl die Sozialhilfe als auch die soziale Entschädigungsrechte und die reformierte Eingliederungshilfe betrifft und entsprechend übertragen wird. Und was mich als Behindertenbeauftragter unserer Fraktion ganz besonders wichtig ist, ist der Umstand, dass dieser Unterhaltsrückgriff bzw. diese Einschränkung insbesondere natürlich auch für Eltern von behinderten Menschen gilt, die hier von dieser Regelung auch entsprechend profitieren. Ich möchte dann zu einem zweiten wichtigen Punkt kommen, der gerade im 10. Jahr der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention in meinen Augen die logische Konsequenz unseres bisherigen Handelns ist. Nachdem wir das sogenannte Budget für Ausbildung das Budget für Arbeit eingeführt haben, ist es in meinen Augen nur eine logische Konsequenz hinzugehen und zu sagen, dass man auch ein Budget für Ausbildung einführt. Damit wollen wir junge Menschen, behinderte Menschen, Menschen mit einer Beeinträchtigung unterstützen, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung machen zu können, um finanzielle Anreize auch für Arbeitgeber zu setzen, hier zu unterstützen und den Menschen eine Chance zu geben, aber insbesondere auch, um den Menschen in der Gesellschaft im Rahmen der Inklusion und Beteiligung im Arbeitsleben verbesserte Möglichkeiten zu geben. Und das sind wir auch diesen Menschen schuldig. Und auf diese Regelung freue ich mich ganz besonders, meine sehr geehrten Damen und Herren. Allerdings müssen wir gerade in dem Punkt, denke ich, noch mal darüber sprechen und in den parlamentarischen Beratungen, die ja jetzt anstehen, noch mal darüber diskutieren, wie wir die Voraussetzungen schaffen. Nach den bisherigen Regelungen ist es so, dass die oder nach dem bisherigen Entwurf ist es so, dass ein Budget für Ausbildung nur dann in Anspruch genommen werden kann, wenn auch Anspruch auf Werkstattleistungen beziehen und kumulativ dazu auch gleichzeitig ein Angebot vorliegt auf eine anerkannte Berufsausbildung oder einen Ausbildungsgang nach dem Paragraphen 66 des Berufsbildungsgesetzes oder des Paragraphen 42M der Handwerksordnung. Man muss hier an der Stelle noch mal überlegen, ob diese Regelung nicht zu eng gefasst ist und nachher ein Budget für Ausbildung gegebenenfalls ins Leere laufen lässt. Deswegen brauchen wir hier auf jeden Fall die parlamentarischen Beratungen, um hier noch einmal anzusetzen, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Ein weiterer wichtiger Punkt, der auch in der Konsequenz des Bundesteilhabegesetzes aus der letzten Legislaturperiode entstanden ist, ist die Entfristung der Finanzierung oder der finanziellen Unterstützung für die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Gerade die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung hat es den Menschen ermöglicht, sich zu informieren, Unterstützung zu bekommen im beruflichen Leben, im Bereich der Teilhabe, im Rahmen des Rechts der eigenständigen Lebensplanung auch Unterstützung zu bekommen. Diese unabhängige Teilhabeberatung ist sehr gut angekommen bisher, und es ist wichtig, dass wir diese Mittel auch entfristen, damit hier auch Planungssicherheit nicht nur für die Stellen, die jetzt eingerichtet worden sind, besteht, sondern auch Planungssicherheit für die betroffenen Menschen, die Menschen mit einer Beeinträchtigung bestehen, die die Unterstützungsleistungen brauchen, um am Leben teilhaben zu können, am gesellschaftlichen Leben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, deswegen ist das eine sehr gute Regelung, die wir hier im Gesetz aufnehmen werden. Als letzten Punkt möchte ich nur darauf hinweisen, dass wir noch eine weitere klarstellende Regelung aufnehmen in dem Bereich, wenn es um Assistenzleistungen geht, dass eben die Integrationsämter dann kein Ermessen mehr haben werden, wenn die Arbeitsassistenz bereits festgestellt worden ist. Das, denke ich, dient zur Rechtsklarheit und zur Rechtssicherheit, wird hier auch Planbarkeit in den jeweiligen Stellen und hoffentlich damit auch unnötige Rechtsstreitigkeiten vermeiden. Deswegen freue ich mich schon auf die weiteren parlamentarischen Beratungen, die wir ansetzen würden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Jens Beck, FDP.